Ich weiß gerade nicht, wie ich anfangen soll. Hallo, ich bin Janne. Ich studiere Technomathematik jetzt im 4. Semester. Ich bin Lara, ich bin 22 und ich studiere auch Technomathematik an der TU. Also man hat einen Mathematikanteil, man hat einen ingenieurswissenschaftlichen Anteil und den Informatikbereich. Man sollte Interesse daran haben, sich mit eben logischen Problemen und abstrakten Denken auseinanderzusetzen. Also es ist weniger Rechnen, sondern mehr Verstehen und Begründen bzw. Beweisen, woher kommen diese Rechnungen. Weil man jetzt ja auch ziemlich breit gefächert am Ende aufgestellt ist, kann man natürlich dann auch in so Schnittstellen zwischen den verschiedenen Bereichen am Ende arbeiten und da dann für eine bessere Kommunikation zum Beispiel sorgen. Ich habe auch das Gefühl, dass ganz viele Institute hier an der TU eben Interesse an Technomathematikern haben, weil wir einfach auch gut rechnen und auch abstrakte Probleme lösen können, sodass man mit dem Technomathe-Studium wirklich in sehr, sehr vielen Bereichen, so wie Umweltwissenschaften oder Umweltingenieurwesen oder auch Mediziningenieurwesen und noch viel mehr später arbeiten kann. Man ist eine kleine Technomathe-Familie quasi, dadurch, dass der Studiengang im Vergleich hier an der TU relativ klein ist. Man kennt sich einfach untereinander und das ist total toll. Was an unserem Studiengang tatsächlich echt besonders ist, ist, dass wir einen kooperativen Studiengang haben. Wir sind auch jetzt zum Beispiel im 3. Semester komplett an der Uni Hamburg gewesen. Sehr gut, hat mir da auch gefallen. Wir haben die Übung immer in Gruppen abgegeben, sodass man eben auch viel mit anderen Menschen zusammengearbeitet hat und sich so kennenlernen konnte. Und da hat man oft echt schöne Erlebnisse gehabt, wenn man dann nach Ewigkeiten tüfteln ein Problem lösen konnte und dann gemeinsam eben zum Ziel gekommen ist. Da gab es dann immer viel Freude, wenn es dann endlich geklappt hat.